Ja, wir proben gerade Puccinis Il Trittico, quasi das Triptychon. Wir sind also gerade dran, drei Opern zu proben, und zwar Il Tabarro, Suor Angelica und Gianni Schicchi. Und zwar hat Puccini eine Welt erschaffen in drei Opern, die sich mit Liebe und Tod, also den größten menschlichen Emotionen, einfach befasst. Und wir fangen an mit Tabarro, dem Mantel, mit einem Liebesdreieck zwischen Michele, Giorgetta und Luigi, einem Ehepaar, das ein Trauma erlebt hat und deswegen die Ehefrau sich einen neuen Liebhaber sucht. Und das Ganze endet natürlich in einer großen Eifersucht. Landen dann im reinen Frauenstück, was ich super spannend finde. Bei Suor Angelica haben wir nur Damen auf der Bühne. Und auch Suor Angelica hat ein dunkles Geheimnis, trifft auf die Verwandten aus der Außenwelt, die sie im Kloster besuchen. Und auch da gibt es sehr viel Drama und Tragödie. Und es endet auch in einer großen Katastrophe. Und am Schluss geht es heiter weiter, und zwar mit einer Commedia dell'arte eigentlich angelehnten, würde ich sagen, Teil, und zwar mit Gianni Schicchi. Gianni Schicchi ist ein kleiner Schlawiner, und zwar trifft er auf eine Familie, die das Erbe einsacken wollen, und er gibt sich dann aus als der bereits Verstorbene. Und ja, mal schauen, wo das Geld dann am Ende landet. Ja, für mich ist es total spannend, diese drei Welten aufeinandertreffen zu lassen und vor allen Dingen auch jetzt an drei Opern gleichzeitig zu arbeiten. Das macht unheimlich Spaß, das Ganze zu sehen und dabei zuzuschauen, wie die ganzen Sängerinnen und Sänger quasi hier Spaß haben und auf der Bühne weinen dürfen, Herzschmerz erleben dürfen, sterben dürfen und gleichzeitig wieder auferstehen, um in einer neuen Figur quasi lustig über die Bühne zu rollen.